Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat heute noch mal betont, dass Deutschland mit der Omikron-Welle harte Wochen bevorstehen. Bei mir im Studio Marco Reinke. Und du hast dir die Zahlen und Daten noch mal genauer angeschaut. Was hast du herausgefunden? Ja, Dr. Gassen hat es ja eben schon angesprochen. Wir haben noch gar kein klares Bild darüber, wie verbreitet Omikron ist. Aber wir können mal auf die Zahlen schauen, die wir zumindest haben. Und auch die offenbaren so ein bisschen schon das Problem bei der Sache. Denn das RKI, das weist jeden Tag aus, wie viele Fälle durch Sequenzierung von PCR-Tests eben bestätigt sind. Das sehen wir hier in weiß. Und es gibt aber eben auch die Verdachtsfälle. Und da zeigt sich der große Unterschied, beispielsweise bei Bayern. In Bayern haben wir fast 3.000 bestätigte Omikron-Fälle, aber gleichzeitig auch fast 34.000 Verdachtsfälle, die noch nicht bestätigt sind, beziehungsweise wo überhaupt die Frage ist, ob sie noch rechtzeitig bestätigt werden, weil die Labore gerade bei der Auswertung von PCR-Tests an ihrer Belastungsgrenze sind. Vorhin in der Bundespressekonferenz wurde ja auch sehr viel über Tests gesprochen und auch über die Bedeutung beispielsweise von PCR-Tests. Aber schauen wir uns noch mal an, warum das Ganze eigentlich so wichtig ist. Das ist der Verlauf einer Corona-Infektion, wie sie in ersten Studien herausgefunden wurde. Also wir haben hier die Infektion, dann schießt die Viruskonzentration nach oben und nimmt dann eben auch so schnell wieder ab. Hier an der oberen Linie, das ist die Phase, in der man das Ganze mit einem Antigen-Nachweis nachweisen kann. Und bei Omikron kommt jetzt dazu, dass das sich eigentlich fast schon nur ein Stückchen noch nach oben gerutscht ist, denn für Omikron und der Nachweis mit Antigen-Schnelltests muss die Viruskonzentration extrem hoch sein. Bei PCR-Tests ist es so, dass diese Viruskonzentration deutlich niedriger sein kann und man sogar noch über die Phase, in der man infektiös ist, hinaus das Virus im Körper nachweisen kann, beziehungsweise es schon nachweisen kann, bevor man überhaupt infektiös ist. Und dann haben wir ja heute auch noch den Beschluss der neuen Quarantäneregeln bekommen, beziehungsweise eben die neuen Quarantäneregeln wurden jetzt beschlossen. In einigen Ländern gelten sie jetzt mittlerweile schon. Und die schauen wir uns auch noch mal an. Denn die 14-Tage-Quarantäne, die wir zuletzt hatten, die gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch 10 Tage. Aber man kann sich nach 7 Tagen freitesten. Dafür wieder ein PCR-Test notwendig, eben aufgrund der hohen Verlässlichkeit, die wir eben gerade schon gesehen haben. Schüler können sich bereits nach 5 Tagen, genauso wie die kritische Infrastruktur, freitesten. Und Geboosterte, die sind komplett ausgenommen, wenn sie Kontaktpersonen sind. Für alle anderen gelten aber auch hier die 7 Tage. Soweit erstmal die neuesten Überblicke über die Omikron-Welle. Marco, Dankeschön. Danke, Marco.